Ja, Christoph, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid groß am Feiern. Wie groß ist die Erleichterung jetzt nach diesem Sieg hier? Ja, auf jeden Fall ist man sehr erleichtert. Wir haben uns das hier ganz hart erarbeitet. Wir sind schwer in die Saison gestartet und dann haben wir einen richtig guten Lauf gehabt. Und deswegen sind wir echt froh, dass wir jetzt den Aufstieg geschafft haben. Ja, der spielt am Anfang, der hat euch sehr in die Karten gespielt. Sollte der genau dahin in den Winkel? Ja gut, also ganz genau, so wollte ich ihn nicht haben. Der hat natürlich genau gepasst, da bin ich natürlich froh drum. Ich habe zwischenzeitlich noch gedacht, der springt vielleicht nochmal raus, aber zum Glück war das Ding drin und ja klar. Zum Spiel, ja. Ihr wart effektiv, der VfL hat auch seine Chancen gehabt. Was hat den Ausschlag gegeben, deines Erachtens? Ja, wie du schon sagtest, wir waren sehr effektiv bei unseren Torchancen, die wir gemacht haben oder genutzt haben. Natürlich hatte der VfL auch gute Chancen gehabt, die hätten auch verdient gehabt, den Ausgleich zu machen. Aber letztendlich haben wir das dann über Kampf und Wille gemacht und verdient den Aufstieg geholt, würde ich mal sagen. Wie viele Tore schießt der Christoph Nickel nächstes Jahr in der A-Klasse? Wie gesagt, wie ich dir schon am Anfang gegen Olevic, glaube ich, gesagt habe, ich versuche immer so viele Tore wie möglich zu schießen, wenn es geht. Nochmal über 40, aber das ist natürlich eine Hausnummer und ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meiner Ausbeute. Und wie lange wird jetzt gefeiert? Wie viele Tage? Ja, auf jeden Fall mal eine Woche lang und danach schauen wir mal weiter.